Willkommen auf mein Gartenkanal bei Janos Murati bei den exotischen Pflanzen zu farmen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu farmen und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei, schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Livestream mehr. Heute vermehren wir 2 Mangos. Das zeige ich euch jetzt. Diese fangen wir an. So. So, jetzt schneiden wir mal so entlang. Die schaut nicht mehr nach essbar aus, wegen die schaut etwas schlecht aus. So, jetzt schneiden wir den Kern hinaus. Jetzt stich mal vorsichtig in die Schutzhülle von dem Kern, dass den Samen nicht verletzt. Und jetzt ziehen wir es aber auf. Der Kern ist aber schön. Schau. So. Jetzt wische ich mal da kurz ab, dann biegt der Tisch nicht so. Und jetzt haben wir den zweiten zu der Brust nehmen. So, die ist auch schlecht. Die esse ich lieber nicht, dann kriege ich Lebensmittelvergiftung. Das brauche ich nicht. So, jetzt hole ich den Samen auch daraus, vorsichtig da reinstechen. So, jetzt machen wir den Kern. Auf und hol mir den Kern raus. Schauen wir mal, wird der zweite was. So, da haben wir die 2 Samen.
So, jetzt dann mal in den Töpfe Erde hinein, aber nicht zu viel. Jetzt den Samen hinein. So schaut es aus jetzt. Jetzt da mal die Erde drüber. Den zweiten machen wir den gleichen. So. Jetzt muss ich nur warm stellen und angießen. So, und da habe ich eine neue Pflanze, einen kleinen Zitronenbaum mit 2 Blüten oder 4. Das zeige ich euch jetzt in einer Aufnahme. So, hier haben wir 2 Blüten, da und da untere, und da habe ich 2 Blüten. Schaut, diese Sorte ist das. Und er steht dabei in der Garage, wegen es ist so kalt. Und Limette habe ich auch. Der hat leider Mildau. So.